Und wenn Gott schweigt, dann spüren wir die stillen kleinen Fragen, die langsam in uns keimen, dicht an dicht. Wir spüren, wie sie in uns Wurzeln schlagen. Sie fragen uns, warum Gott nicht mehr spricht. Und wenn Gott schweigt, dann fangen die Gedanken an zu streunen und laufen den Gerüchten hinterher. Wir suchen Rat an Hecken und an Zäunen und meinen bald, Gott liebte uns nicht mehr. Und wenn Gott schweigt, dann wollen alle Zweifel in uns nisten, die sonst ein Wort von ihm zur Seite schiebt. Und schließlich ist uns so, als ob wir wüssten, dass es am Ende Gott wohl gar nicht gibt. Doch wenn Gott schweigt, hat er vielleicht auch nur in unser Leben so oft hineingesprochen, dass er nun erst wartet, dass wir endlich Antwort geben und dass wir endlich seinen Willen tun und dass wir endlich seinen Willen tun.